So machen es die klugen Sprachen. Als sich im vorigen Jahr die Goethe-Institute im Verband mit einem ultra-ominösen deutschen Sprachrat daran machten, unter großer Öffentlichkeitsbeteiligung das schönste Wort der deutschen Sprache zu finden, fiel das Ergebnis durchaus nicht beschämend aus. Man war gut beraten, die Schlussauswahl einer Jury anzuvertrauen. War doch abzusehen gewesen, dass im Falle einer Mehrheitsentscheidung ein Wort das Rennen gemacht hätte, welches lediglich einen guten Gegenstand bezeichnet, wie zum Beispiel Liebe oder Heimat. Rein klanglich betrachtet ist das Wort Liebe schließlich nicht schöner als das Wort Säge. Noch mehr jedoch als der musikalische Wert trägt zur Schönheit eines Wortes dessen Assoziationsfülle bei. Es sollte einem eine Geschichte erzählen, und zwar am besten eine, die nicht jeden Tag zu hören ist. Es gibt ein neues, ganz besonders schönes Wort. Es lebt in jeder Stadt, wenngleich noch nicht in jedem Dorf. Jede Frau und jeder Mann kennt es, sieht man von denen ab, die angenagt vom Alter sind und jenen, die sich der Teilnahme am technischen Hier und Jetzt als Höhlenmönch oder Waldfee verweigern. Das Wort dürfte kaum älter als 3 oder 4 Jahre sein und es werden vielleicht keine 10 Jahre verstreichen, bis es wieder weg ist. Es vibriert vor Zeitkolorit und zwar, das ist ungewöhnlich für Zeitkolorit, ganz und gar heutigem. Ich spreche vom Wort Rohlingsspindel. Hätte ein heutiger Regisseur den Wunsch, einem Film einen sprachlichen Epochenstempel aufzudrücken, um ihn für alle Zeiten als eine Hervorbringung der ersten 10 Jahre unseres Jahrhunderts zu kennzeichnen, müsste er nur seinen Hauptdarsteller aus dem Haus gehen lassen, worauf seine Frau das Fenster öffnet und ihm nachruft: Liebling, bringst du bitte eine 25er Spindel DVD-Rohlinge mit? Im weiteren Verlauf der Handlung mag vielleicht die Badewanne überlaufen. Und womit könnte die moderne Familie das Wasser schöpfen? Mit einer Rohlingsspindelabdeckung. Zumindest in der echten Welt kam das bereits vor. Was genau ist nun aber so furchtbar schön am Wort Rohlingsspindel? Vielerlei. Ein Strahlen geht allein schon wegen seiner Deplatziertheit von ihm aus. Es haust in einer hässlichen Umgebung, nämlich jener der schroff beleuchteten Medienmärkte, ihrer kantigen Produkte und grellen Werbeprospekte. Sieht man auf einer kalten nordischen Insel eine einzelne blasse Anemone den Elementen trotzen, wird man lang vor ihr verweilen und gerührt sein, während man die gleiche Blume, wüchse sie in einem gut bestückten Wald in südlicherer Gegend, keines Blickes würdigte. Ebenso würde man in einer alten herzoglichen Bibliothek, etwa in Wolfenbüttel, kaum über das Wort Rohlingsspindel ins Staunen geraten, im sprachlichen Milieu der Unterhaltungselektronik aber, wo sonst nur in augenblauhauender Typografie eisige Abkürzungen und Zahlenkombinationen, japanische Herstellernamen und englische Brocken zusammengeklumpatscht werden, ist es ein reizvoller Fremdling. Sogar Hoffnung geht aus von der Rohlingsspindel. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Deutsche allzu widerstandslos als eine Art Dorftrottel unter den Sprachen präsentiert, der nicht in der Lage ist, für aktuelle Gegenstände aus seinem angestammten Wortschatz neue Begriffe zu bilden und sich stattdessen auf eine Weise, die ein amerikanischer Kommentator als vorauseilende Unterwürfigkeit bezeichnete, mit schlaffer, altersfleckiger Hand aus dem weltweit dampfenden englischen Breitopf bedient. Doch eines Tages, unerwartbar, fing die schlaffe Hand zu pumpen an. Sie füllte sich mit Blut und aus der pumpenden Faust befreite sich mit einer Kraft und einem Stolz, den man sonst nur dem isländischen oder finnischen und anderen törichterweise sogenannten kleinen Sprachen zutraut, die Rohlingsspindel. Dies ist umso erstaunlicher, da sich die Neuschöpfung aus 2 Gliedern zusammensetzt, denen man auf sich allein gestellt keine Zukunft zugetraut hätte.
Wer spricht schon noch von Spindeln? Gewiss, ja, ja, man hat es uns erzählt, als wir in unseren kleinen Betten lagen. Aufgrund einer spindelbezogenen Verwünschung wurden einst sämtliche Spindeln eines Königreiches verbrannt, nur, ja, ja, wir erinnern uns milchig, eine übersah man, weil sie einem verloren harrenden Mütterchen auf einem Dachboden gehörte und an dessen Spindel ausgerechnet musste sich Dornröschen stechen, wonach es in hundertjährigen Schlaf verfiel. Und man müsste wohl 100 Mal 100 Menschen auf der Straße ein schaumstoffbuntes Sendermikro unter die Nase halten, bis man einen träfe, dem zum Wort Spindel etwas in den Sinn käme, das über das Märchen hinausgeht. Der Rohling war bis vor wenigen Jahren nicht wesentlich krägeler. In den Fachsprachen der Werkzeugmacher und Edelsteinschleifer mag er überlebt haben, aber jemanden, der Menschen in die Hecke schubst oder ihnen anderweitig, tätlich und verbal grob kommt, wird keiner mehr einen Rohling nennen. Der Rohling im Sinne von Hooligan verdingt sich lediglich noch zur Kaffeezeit in Klamottenabspielsendern. Die Dialoge aus der Posse Charlies Tante sind mir nicht in allen Einzelheiten geläufig und ich würde auch keinen Rohling dafür opfern, diese Art von Wissen downloadmäßig aufzufrischen. Doch bin ich mir fast sicher, dass in der 50er Jahre Verfilmung des Stoffes, der von Maske und Garderobe absichtlich unvollkommen in eine alte Jungfer übersetzte Heinz Rühmann an irgendeiner Stelle mit hochgestellter Stimme rief: Sie Rohling, Sie! Und als man derlei wirklich nicht mehr erwarten konnte, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, trafen sich die beiden Staubgestalten Charlies Tante und Dornröschen im Mediamarkt und haben durch bloßen Handschlag einen nagelneuen Namen für eine Datenträgerverklammerung gezeugt. So machen es die klugen Sprachen. Wenn einem ihrer Wörter die Bedeutung verblasst und abhanden kommt, dann schmeißen sie es nicht weg, auf dass es in den Lexika mit einem begleitenden Grabeskreuz erscheint, sondern schauen sich um in der stets neuen Welt, um ihrem kranken Sprössling lichterlohen frischen Inhalt zu verordnen, auf dass er springt und strahlt und gute Dinge ist. Die klugen Sprachen wissen: Zwei ehedem Schwache zum Paar vereint, springen und strahlen am besten. Vollendet schließlich wird die Schönheit des Wortes Rohlingsspindel durch die Endlichkeit des Gegenstandes. Zwar kann man nicht garantieren, aber einfach mal ganz locker drauf los vermuten, dass es in 20 Jahren andere Datenträger und Verpackungen gibt. Schlimm ist das nicht. Es ist doch seine Kürze, die den Augenblick zum Genuss werden lässt. Man erinnere sich des ersten Mals, als man in der Jugend richtig küsste. Das Schönste an einem Kuss ist ja wohl, dass er nicht 70 Jahre dauert. Es stelle sich jeder mal vor, er würde noch heute im Rachen dessen wühlen, den er als erstes küsste. Und warum wohl ist ein echter Blumenstrauß schöner als ein künstlicher? Weil er den Menschen dazu auffordert, bestenfalls sogar zwingt, sein Glück im Augenblick zu finden und nicht im Trollala und Larifari morgiger und übermorgiger Chancen und Eventualitäten. Nur was morgen stirbt, ist heute schön. Ewigkeit ist ekelhaft. Wer glaubt, seinen Tag ohne diesen Schuss von Todesromantik fristen zu können, dem sei etwas anderes gesagt. Die Rohlingsspindelabdeckungen lassen sich nicht nur zum Wasserschöpfen verwenden. Man könnte auch einen britischen Schockmodeschöpfer beauftragen, aus zweien von ihnen einen Brutal-BH anzufertigen. Diesen unter einem entsetzlich engen türkisem Angora-Pullover tragen und so durch die Metropole stolzieren, was man da wohl für interessant ungute Leute kennenlernt. Vielen Dank.
Nachdem dieser Text im letzten Jahr das erste Mal veröffentlicht wurde, bekam ich einen Brief von einem Mann aus Amsterdam, der mir schrieb, dass er studienhalber einmal im Monat mit dem Bus von Amsterdam nach Berlin und zurückfahren müsse, was ich mir entsetzlich vorstelle. Und seine Freundin würde ihm immer für diese Reise eine Portion Kartoffelsalat mitgeben und verpacken würde sie diese in einer mit Plastikfolie überspannten Rohlingsspindelabdeckung. Ich hätte ihm dann gern zurückgeschrieben, ich glaube nicht, dass diese Art von Kunststoff Lebensmittel echt ist, aber war dann zu faul dazu.